Jetzt so kurz vor Weihnachten sind ja besonders viele Päckchen mit den letzten Weihnachtsgeschenken darin unterwegs und auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben kam gestern eine Sendung an. Allerdings war die tonnenschwer und so groß, dass sie nicht mal in den größten Karton der Welt hineinpassen würde. Es war die wohl längste Linienfahrt dieser Straßenbahn überhaupt, doch die hat sie nicht aus eigener Kraft zurückgelegt. Mehr als 400 Kilometer lang ist der Weg vom Hersteller im polnischen Posen bis nach Leipzig, wo die neue XL-Bahn sehnsüchtig erwartet wurde. Ein modernes Fahrzeug, was dann auch durch größere Scheiben die Stadt erlebbar macht. Über die neuen Fahrzeuge werden wir rund 12% mehr Kapazität in die wachsende Stadt bringen. Und dieses Sitzplatz Plus tut Not. Schon im kommenden Jahr könnte Leipzig die magische Grenze von 600.000 Einwohnern erreichen. Doch so manch Straßenbahnliebhaber werden diese Bilder schmerzen. Bedeuten sie doch das endgültige Aus für die alten Tatrabahnen, die jahrzehntelang durch die DDR und später durch Ostdeutschland rumpelten. Leipzig ist heute die letzte Hochburg der alten Tatrabahnen, die zwar nostalgisch anmuten, aber etwa für ältere Leute oder Eltern mit Kinderwagen eine gewaltige Hürde darstellen. Und auch der Fahrkomfort ist nicht gerade, wie man ihn sich im Jahr 2016 wünscht. Noch ein halbes Jahr wird es so gehen, solange rollt der Prototyp in diesem Tarnkleid über die Schienen Leipzigs. Gerade weil wir viele Tests jetzt noch machen, wollen wir nicht, dass unsere Fahrgäste dieses Fahrzeug verwechseln, sondern wir wollen hier einen Sicherheitscheck mit aller nötigen Zeit machen. Deswegen hat es die Folie eines Erlkönigs, wie das die Automobilindustrie nennt. Bitte nicht einsteigen, heißt es also, wenn Ihnen die Bahn in dieser Optik entgegenkommt. Bis 2020 sollen insgesamt 41 Exemplare der neuen XL-Tram geliefert werden. Der Stückpreis stolze 3 Millionen Euro. Obwohl die Bahnen in Polen gebaut werden, stammen 60% der Teile wie Drehgestelle oder das Getriebe aus deutscher Produktion. In Jena rollen die Schwesterbahnen schon eine Weile durch die Stadt und dass die Solaris XL auch mit Leipziger Gleisen gut kann, das hat sie heute Morgen erstmals bewiesen.